Im Norden Argentiniens wird gerade über die größte Freihandelszone der Welt mit 780 Millionen Menschen verhandelt. Das Abkommen zwischen der Europäischen Union und vier südamerikanischen Staaten vereint im Mercosur. Grundsätzlich einig war man sich nach 20 zähen Jahren bereits 2019. Allerdings hat sich die politische Landschaft in Südamerika seitdem gewandelt. Brasilien gehen insbesondere die höheren europäischen Umweltstandards zu weit. Argentinien will bei Zollbefreiungen und Exportquoten nachverhandeln und kritisierte ebenfalls die von Brüssel geforderte Zusatzerklärung zu Klima, Umwelt und Menschenrechten. Aber auch in Europa wollen manche ihre Märkte schützen, andere fürchten die Aufweichung von Arbeits- oder Umweltstandards. In zwei Wochen findet in Brüssel der erste EU-Lateinamerika-Gipfel seit 8 Jahren statt. Die spanische EU-Präsidentschaft wird als Gelegenheit gesehen, den ehrgeizigen Pakt endgültig abzuschließen.